Und damit, hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play auf diesem Kanal. Es handelt sich um Pokémon Alpha Saphir in einer Nuzlocke Randomizer Challenge. Ich habe noch nie in meinem Leben eine Randomizer Challenge gemacht, aber stell mir das ganz witzig vor. Eigentlich wollte ich Smaragd spielen, aber da kam dann der Schedusel in meinem Discord an und meinte, yo, Bro, Dizzy, Alpha Saphir und Omega Rubin sind quasi genauso wie Smaragd und Rubin und Saphir. Ist vegan, spiel doch einfach Alpha Saphir und Alpha Rubin. Ist quasi nur der Rebake. Sieht besser aus und ich stimme Ihnen dazu, deswegen gibt's einfach Saphir. Zu den Regeln, ich muss jetzt erstmal ein bisschen klarstellen. Nuzlocke Challenge, ganz normal, wenn ein Pokémon besiegt wird, muss man es freilassen. Man darf es dann nicht wiederverwenden. Dann das erste Pokémon in jeder Route darf nur gefangen werden. Wenn man es nicht fängt, hat man Pech gehabt. Das ist aber das einzige Pokémon, was man theoretisch fangen dürfte. Dann muss jedes Pokémon einen Spitznamen bekommen. Da habe ich auch im Discord bei mir gefragt, wer einen Spitznamen haben will. Haben sich auch einige gemeldet. Ich habe also eine schöne Liste hier vorliegen und werde die dann dementsprechend verwenden. Wenn ihr auch ein Pokémon sein wollt und euch noch nicht im Discord genannt habt, dann kommt gerne auf den Discord und tragt euch da ein oder schreibt es in die Kommentare. I don't know. Dann gibt es noch einen Level Cap. Den seht ihr da über mir. Also über dem Kyogre da, das da die ganze Zeit um sich her schwimmt. Da ist die Level Cap. Die ist gerade bei 15. Die sagt einfach nur aus, wie hoch das Level meiner Pokémon sein darf. Das passt sich an das Arena-Leiter-Level an, also das stärkste Pokémon von dem Arena-Leiter, den wir als nächstes besiegen müssen. Genau, soviel zum Nuzlocke-Part und der Randomizer-Part. Da ist alles. Okay, nochmal brauchen wir das nicht gucken. Da ist alles randomized, außer die statischen Pokémon, das heißt, die legendären Pokémon sind dieselben. Aber sonst ist alles randomized. Die Starter sind randomized, die Arena-Leiter-Pokémon sind randomized. Die zufälligen NPC-Pokémon sind randomized, Items sind randomized, Shops sind sogar randomized, alles ist randomized, aber type-themed, damit das nicht allzu schwer wird. Wie gesagt, ich habe noch nie in meinem Leben eine Randomizer-Challenge gemacht und mit Nuzlocke komme ich auch schon nicht klar, deswegen ich bin voll der Noob hier, können wir einfach mal sagen. Und da haben wir den tollen Professor in diesem Spiel, der warten musste, genau, ich musste warten, nicht er auf mich, weil ich hier die ganze Zeit gelabert habe. Willkommen in der Welt der Pokémon. Mein Name ist Birk, aber jeder nennt mich nur Professor Pokémon. Guck mal hier, das ist ein Pokémon. Hallo. Und wir wechseln in die 3D-Ansicht. Wow, was ein Fortschritt. Und da sieht man schon, dass das viel geiler ist als Smaragd. Auf dieser Welt leben viele dieser Wesen, die wir Pokémon nennen. Wir Menschen leben Seite an Seite mit ihnen als Freunde, die zusammen spielen und einander helfen. Manchmal schließen wir uns auch mit ihnen zusammen und tragen Kämpfe gegen Gleichgesinnte aus. Ein Knilz. Doch obwohl wir ihnen so nahe stehen, wissen wir nicht alles über Pokémon. Pokémon bergen noch viele, viele Geheimnisse. Diese Geheimnisse versuche ich mit meiner Forschung zu lüften. Achso, wer bist du denn überhaupt? Bist du ein Junge oder ein Mädchen? Ich sehe das nicht über die Webcam, die du da eingebaut hast. Ey, ich bin ein Junge. Ich bin wirklich ein Junge. Und ich mache jetzt auch nicht den Witz, dass ich in meine Hose gucke, um nachzugucken, ob ich wirklich ein Junge bin. So, ja, meinen Namen darfst du auch wissen. Ich bin natürlich der. Ups. D to the E to the double S and I. Ganz schnöde Böde. Der Dizzy. Das bin ich. Hi. Ah ja, jetzt erinnere ich mich. Du bist der Dizzy, der in meinem Heimatort Wurzelheim ziehen wird. Das ist korrekt. Wurzelheim kenne ich doch. Weiß ich doch, dass ich da hingehe. Oh, die Azumarill-Puppe, die wir da haben. Richtig cool. Also gut, bist du bereit für dein Abenteuer? Klar bin ich bereit. Ich springe jetzt aus den fahrenden Laster heraus und werde einfach sterben bei dem Versuch, aber ist in Ordnung. Ah, okay. Ich hatte nämlich auch das Intro von Smaragd schon gespielt. War auch cool, aber hier, dieser Alpha Saphir-Stil gefällt mir richtig, richtig gut. Also dann, auf geht's in unser Abenteuer! Trete ins Licht, kleiner Dizzy! Geil, freut mich. Das ist also mein neuer Heimatort, ja? Und da oben fliegt es, ist das ein Flugzeug? Ist das Superman? Ist das Latias? Vielleicht ja auch Latios? Oder Ho-Oh? Man weiß es noch nicht, aber da flog auf jeden Fall irgendwas rum. Oh Dizzy, da bist du ja, Schatz! Die Fahrt im Umzugswagen zwischen all unseren Sachen war bestimmt ermüdend. Ja, das frage ich mich. Warum musste ich hinten in diesem blöden Laster mitfahren? Ist das nicht gefährlich und auch illegal? Na, egal. Aber jetzt bist du ja endlich da. Mit ein paar blauen Flecken, aber sonst geht's dir ja gut. Gefällt's dir denn hier? Ich bin 5 Sekunden hier, Mama. Ich weiß doch nicht, ob ich's dir gut finde oder nicht. Ach, sei doch nicht so, Dizzy. Du kriegst doch dein eigenes Zimmer. Los, lass uns reingehen. Okay, Mama. Was immer du sagst, Mama. Maschok, 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 Mai, Mai. Bye, bye, ihr Leute. Bitte verprügelt meine Mutter nicht. Ach, Dizzy, schau doch mal in deinem Zimmer vorbei. Dir wird's bestimmt gefallen.
Ist das das erste Pokémon, wo man nicht in sein Zimmer startet? Und auch das einzige Pokémon, wo man nicht in sein Zimmer startet? Alter, ist das eine Wii U? Ja, hä? Ah, ja klar. Ich habe mich gerade gewundert, weil Smaragd ist ja eigentlich ein Advance-Spiel. Ich hatte die in Game Boy Advance. Und damals gab es ja noch keine Wii U, aber klar, das ist ja hier die quasi das Remake und deswegen haben sie auch die Wii U-Konsole hier reingepackt. Cool, cool. So, wo ist mein Geschenk? Papa, wo ist mein Geschenk? Ist diese Uhr mein Geschenk? Toll, jetzt wisst ihr auch, um wie viel Uhr ich das aufnehme. Um 21:30 Uhr abends, GG. Und Dizzy, gefällt dir dein neues Zimmer? Ach ja, schau mal nach, ob auch auf deinem Schreibtisch nichts fehlt. Woher soll ich denn das wissen? Ey, cool, guck mal, da hinten ist so eine Truhe. Kann ich leider nicht öffnen. Was steht denn in meinem schönen Notizbuch drin? Tipp Nummer 1 für Abenteurer, öffne das Menü mit X. Tipp Nummer 2 für Abenteurer, wähle Speichern. Alles klar, hier, speichern. Geil, ja. Perfekt. Oh, diese Sounds, das ist so cool. Ich mag Pokémon. Haben wir denn noch was in unserem Mülleimer? Nö, nichts drin, sind ja auch gerade erst gekommen. Und wir haben eine richtig coole Relaxo-Puppe, das gefällt mir. Und einen relativ großen Fernseher. Und eine Karte von, wo sind wir? Hönn, genau, die Hönn-Region. Ja gut, können wir nicht so viel sehen, dann können wir wieder nach unten gehen. Ach, da bist du ja, Dizzy. Schnell, komm mal her. Ja, was ist denn, Mama? Was gibst du Tolles, Dringendes? Siehst du? Das ist die Arena von Blütenbox City. Ich glaube, Fati ist gleich im Fernsehen. Und das war unsere Reportage über die Arena von Blütenbox City. Es folgt eine Ankündigung zur Astronomie-Show. Hä? Oh, schon vorbei. Haben wir Fati wohl doch nicht gesehen. Schade. Okay, Mama. Bis dann, Mama. Tschüss, Mama. Krieg jetzt einen neuen Freund und mein neuer Freund wird ein Professor sein. So, genau nebenan. Hallöchen. Nee, hä? Das ist doch gar nicht das Labor. Hä, wer bist du denn? Wieso brichst du in mein Haus ein? Ach, nur der Nachbar. Na gut, dann komm halt rein. Meine Tochter ist genauso alt wie du. Ich weiß zwar nicht, wie alt du bist, aber bestimmt ist sie so alt wie du. Weil alle Kinder in diesem Spiel 10 Jahre alt sind. Geh doch mal nach oben, ihr werdet bestimmt gute Freunde. Ja, ein Mädchen. Wollen wir Freunde sein? Du hast schon relativ große Brüste dafür, dass du erst 10 bist. Kann das sein? Huch, wer bist du denn? Ach, du bist Dizzy. Ihr seid also heute eingezogen. Ich bin Maike. Schön, dich kennenzulernen. Als Papa, ich meine Professor Berg mir erzählt hat, dass du hierher ziehst. Nun ja, ich hatte gehofft, dass du nett bist. Aber da habe ich mich wohl leider geirrt. Naja, ich helfe meinem Vater, ein paar Pokémon zu fangen. Bis dann. What? Wow, in dieser Stadt leben genau 2 Leute. Ich, Maike und dieser Professor, der nicht mehr da ist, sehe ich gerade. Hallo, wissen Sie, wo der Professor ist? Du bist Professor Berg, der ist leider nicht da. Er arbeitet gerade in einer Feldstudie. Weißt du, was eine Feldstudie ist? Das ist, wenn man ein bestimmtes Phänomen in der Natur, also nicht in einem Labor, erforscht. Deshalb zieht es ihn immer wieder nach draußen. Guck doch mal auf Route 101 vorbei. Er ist draußen? Nee, ich mag's draußen nicht. Ich setze mich lieber hin und warte auf ihn, wenn das okay ist. Hä? Ihr habt nicht mal Oso auf dem Laptop? Okay, ich bin weg hier. Das ist ja sowas von langweilig hier. Tschüss. Ich kann da hinten jemanden schreien hören. Was soll ich tun? Was sollen wir tun? Jemand muss doch helfen. Okay, ich schreite zur Tat. Oh, es ist Professor Berg, der von einem kleinen Hündi angegriffen wird. Das sieht schon ein bisschen lächerlich aus. Professor, kann ich Ihnen irgendwie helfen? Ja, bitte, hilf mir. Schau mal, in den Beutel da drin, da sind ein paar Pokebälle. Okay, in deinen Beutel. So, jetzt bin ich gespannt. Es ist ja ein Randomizer, deswegen sind diese Pokémon wahrscheinlich auch... Oh, Randomizer. Sind das jetzt schon die Starter-Pokémon? Warum kann das Fluffe... Ist das ein Fluffeluff? Warum kann das Fluffeluff fliegen? Das Wasser-Pokémon Fluffeluff. Ich glaube, der Professor hat die Typen noch nicht so ganz raus. Ich glaube, Fluffeluff ist nicht... Nee. Hä, aber was ist das denn auch für ein Scheiß? Wir haben 2-mal Fee und 1-mal Wasser, I guess? Wow. Okay, ich finde das alles scheiße. Wenigstens hat alles 2 Entwicklungen. Das ist ganz süß. Ich glaube, ich nehme das hier. Zapladin. Zapladin klingt gut. Ja, Fisch. Ich mag Fische. Let's go. Ist wahrscheinlich das schlechteste Pokémon von allen. Und wenn ich jetzt sofort sterbe, dann ist die Nuzlocke-Challenge auch sofort vorbei. Das Pfiffchen bleibt dasselbe, ja? Los, Zapladin! Ach, guck mal, das habe ich nämlich auch noch nie gesehen. Das sieht ja richtig cool aus im In-Game. Hey, warum haben sie das in den neueren... Guck mal, da bewegt sich sogar alles, wie bei Pokémon Stadium-mäßig. Das ist ja mega geil. Okay, was kann denn unser Zapladin so Tolles machen? Es kann Donnerwelle, Ach so, ist das gar nicht Wasser? Ist das Elektro? Ah, das kann natürlich sein. Und er hat von Anfang an 4 Attacken. Ja gut, ich weiß leider absolut gar nicht, was Damage macht. Ich denke mal, Donnerzahn wird Damage machen. Und das Pfiffchen wird hier einfach ab. Yo, und er setzt die Plage auf mich. Nicht die Plage, bitte. Oh Gott, das hat 1 Damage gemacht. Wenn er... jetzt hat's... Okay, 3 Damage. Wenn er das noch 5-mal macht, dann bin ich tot. Ich trotzdem mit Donnerzahn, oder? Kann ja nicht sein, dass er das immer ausweicht. Ja, hier, Donnerzahn, weggeblitzt habe ich dich.
Geil. Und Ehrentag. Oh ja, danke für dein Geschenk. Hä, was ist das denn für coole Animation? Ich hab das doch... Danke, Daisy. Danke, Vivian. Hä? Okay, ich raff gar nicht, was hier abgeht. Die Attacken sind, by the way, auch random. Ich weiß nicht, ob die auch für den Gegner random sind. Aber die Attacken, die mein Zapladiner lernen kann, sind auf jeden Fall random. Sie sind trotzdem noch typspezifisch, aber random veranlagt. Und wir haben das unser erstes Pokémon hier besiegt. Geil. Gleich erstmal Birk gerettet. Der schuldet mir jetzt was. Puh, ich habe im Hohen Gras Pokémon beobachtet, als ich plötzlich von einem angesprungen wurde. Du hast mich gerettet. Vielen, vielen Dank. Oh, aber warte mal. Bist du nicht Normans Sohn Dizzy? Norman ist mein Vater. Da habe ich zum Glück den cooleren Namen bekommen. Oh, ich habe dich erst gar nicht erkannt. Du bist ganz schön groß geworden. Aber das hier ist nicht der Ort für ein Schwätzchen. Komm doch bitte in mein Pokémon-Labor. Aber von da komme ich doch gerade. Muss ich wirklich den ganzen Weg wieder zurücklaufen? Das ist so anstrengend. Mein Arzt hat gesagt, ich darf nicht mehr als 500 Schritte am Tag gehen. Und ich habe jetzt schon 400. Also gut, Dizzy. Dein Vater hat mir schon viel von dir erzählt. Ich weiß zum Beispiel, dass du noch gar kein Pokémon hast. Oh, diese Petze. Ja, und weil dein Vater so ein Blödmann ist, würde ich dir gerne ein Pokémon schenken. Hier, du kriegst ein Gek-Arbor. Hä? Okay. Ich hoffe, ich habe nicht wirklich ein Gek-Arbor bekommen. Obwohl Gek-Arbor natürlich ein mega geiles Pokémon ist, aber ich hoffe, ich habe meinen Zappelfisch da bekommen. Ja, okay, wir haben das Zappladin bekommen. So, jetzt muss ich aber kurz in meine schlaue Liste gucken, wer denn zum Beispiel ein Wasser-Pokémon sein wollte. Niemand. Die meisten wollten irgendwie ein Feuer-Pokémon sein. Das Einzige, was jetzt am nächsten rankommt, ist der Yolo-King. Der wollte, also er ist ein Kalimani-Fan. Kalimani ist zumindest irgendwas im Wasser, also ein Wasser-Pokémon zumindest. Ich weiß, Zapdadin ist ja anscheinend nicht Wasser, aber das ist jetzt einfach Yolo-King. Auch wenn er meinte, er wollte irgendwas Krasses sein, aber aus den blödesten Fischen wird doch meistens irgendwie das Krasseste. Ich meine, aus Karpador wird das große Karpador. Garados. Scheiße. Ah, ich glänze hier mit Wissen. Und dann wird das Ding bestimmt auch ganz toll. Ja gut, jetzt wo du dein erstes Pokémon hast, geh doch mal auf Route 103. Meine Tochter Maike ist da. Kriege ich noch irgendwie Pokebälle, damit ich irgendwas fangen kann? Hallo? Geben Sie mir kostenlos Sachen? Ja, Professor Dirk studiert den Lebensraum. Ach so, das habe ich dir schon mal erzählt. Naja, dann halt's Maul. Hey, ich krieg keine Pokebälle? Professor, ich brauche Pokebälle. Oh, ach ja. Nee, Pokebälle habe ich nicht, sorry. Oh, keine Pokebälle für mich, aber kriegt man nicht sonst immer Pokebälle? Scheiße. Vielleicht hat Mama ja noch irgendwas für mich? Mama, ich brauche Pokebälle. Gib mir sofort Pokebälle. Nein, Mama, ich will nicht schlafen. Ich bin doch noch gar nicht müde. Oh. Okay, Mama, ich muss dir etwas sagen. Ich bin jetzt 10 Jahre alt und ich kann jetzt Pokémon-Trainer werden. Hab meinen ersten Fisch bekommen und ich werde jetzt auf eine lange, lange Reise gehen. Wir werden uns lange nicht wiedersehen, Mama. Tschüss. So, wir gucken uns einmal kurz unser Pokémon an, ob das denn ein tolles Pokémon ist oder nicht. So, er ist tatsächlich einfach nur Elektro. Hat volle Immunität gegen alle Bodenattacken. Oh mein Gott, das ist, glaube ich, richtig gut, oder? Weil Elektro ist schlecht gegen Boden. Aber wenn er dann diese Schwebe hat und dagegen immun ist, dann sind wir ja richtig krass. Naiv. Ich glaube, naiv ist schlecht, ne? Und er ist sehr aufsässig. Ich weiß nicht genau, was das heißt, aber ich glaube, naiv ist nicht so geil. Wenn ihr wisst, was naiv macht, ob das irgendwie negativ ist oder positiv, dann schreibt gerne mal. Und wir haben ja, warte mal, haben wir im Beutel vielleicht Pokebälle? Wir haben absolut, doch, wir haben Trank. Aber sonst haben wir gar nichts. Das heißt, ich will hier natürlich noch nicht ins hohe Gras gehen, weil dann kann ich ja nichts fangen. Und dann hätte ich ja eine Chance vertan, hier irgendwas zu fangen, oder? Aber ich will hier noch nicht so viel machen. Wir gehen jetzt erstmal zu Maike. Oh, beziehungsweise, guck mal, wir sind jetzt schon in der ersten Stadt. Hi, ich arbeite in deinem Pokémon-Supermarkt. Ja, das ist ein Supermarkt, I know. Ich bin nur dreimal als Kind auf den Kopf gefallen. Oh, ich krieg ein Werbegeschenk. Ein Trank. Okay, der Typ war schon mal komisch. Wir schauen mal in den Shop rein, weil der ist, wie gesagt, auch randomized. Eventuell gibt es hier gar keine Pokebälle, wenn ich Pech habe. Das wäre richtig, richtig dumm. Und ich weiß auch gar nicht, ob ich überhaupt Geld dabei habe. Hier gibt's nur Tränke. Wow. Wowie. Das ist ja richtig dumm. Wo kriege ich denn Pokebälle her? Hallo, Madame, haben Sie... Nö, hier gibt's nur Poke... Was? Was hat sie gesagt? Jetzt stehe ich ohne Pokebälle da. Was ist das denn für ein scheiß Laden? Die haben hier so viel Kram. Haben sogar Werbung für Pokebälle da oben, aber es gibt einfach keine Pokebälle. Dann können wir hier, glaube ich, auch nicht viel mehr machen, außer mit diesen netten Typen zu reden, der einen Rucksack trägt. Ich habe hier Fußspuren eines seltenen Pokémon entdeckt. Warte, bis ich sie fertig aufgezeichnet habe, ja? Nö. Mann, Erwachsene sind doch blöde, ey. Geh ich halt weiter nach oben. Maike, wo bist du? Ich würde gerne... Da ist sie. Hey, Maike. Hallo, Maike.
Was guckst du dir da an? Das ist ein sehr schöner Pfad. Oh, hallo Dizzy. Ach, du hast jetzt auch ein Pokémon? Dann bist du ja genauso cool wie ich. Aber es kann nur einen 10-Jährigen in dieser Stadt geben. Mit Pokémon. Also lass uns kämpfen. Ich werde dein Pokémon töten. Maike ist jetzt die Bundesistin Cristiano. Alles klar. Passt. Die hat Pi. Ist das jetzt meine Rivalin? Kann man den Rivalen hier gar nicht umbenennen? Oh, vielleicht konnte ich den nicht umbenennen, weil ich zu randomized habe. Das wäre schade gewesen. Oh, ich wollte ihn eigentlich Darky nennen. Okay, also die hat sich für Pi entschieden. Ja, ein Feen-Pokémon, ne? Aber ich glaube, Elektro... Das wäre jetzt richtig scheiße, wenn Elektro nichts gegen Fee ausrichten kann. Doch, sieht gut aus. Ja. Kriegt YOLO hin. Der Charmbolzen, ja, ist aber auch ein süßes Pokémon. Muss man ganz einfach sagen, dass sich da YOLO King verliebt. Kann ich verstehen. Macht... Oh, okay, die macht schon krassen Damage. Hoffentlich trifft der nächste Donnerzahn, weil sonst ist die Chance hoch. Nein! Wenn die jetzt krittet, dann kann ich schon tot sein, oder? Säuselhimmel? Es ist derselbe Tag. Wehe, es krittet. Wehe. Oh mein... YOLO, ich weiß, du bist verliebt, aber du musst jetzt deinen Donnerzahn treffen. YOLO, nein! Oh, Scheiße. Doch, er setzt trotzdem Donnerzahn ein. Trotz seiner Liebe. Oh, ich bin so froh. YOLO, du liebst mich mehr als Pi. Ich bin so stolz auf dich. Ich bin so stolz auf dich. Oh mein Gott. Das ist halt die Scheiße an der Nuzlocke-Challenge, aber auch das Gute an der Nuzlocke-Challenge. Dass immer die Gefahr dieses Permadeaths da ist. So, tja, Maike. Ich hab dir dein Geld abgezogen und du darfst jetzt nie mehr kämpfen. Was hast du nur davon? Das war doch nur ein Witz, Dizzy, dass ich dein Pokémon töten würde. Hier, ich heile auch beide unsere Teams. Na gut, ich muss dann auch ins Labor zurück. Tschüss, Dizzy. Das war aber jetzt schon ein anspruchsvoller Kampf irgendwie, oder? Gegen dieses Pi? Oh, das wird noch was mit dieser Challenge. Wow. Hey, die sehe ich hier drüben. Ja, wisst ihr, kriege ich jetzt endlich meine Pokebälle? Wie ich gehört habe, hast du Maike im Kampf besiegt. Ich bin beeindruckt. Deswegen möchte ich dir diesen Pokédex schenken. Oh toll, Dizzy, du hast jetzt einen Pokédex. Sorry nochmal, dass ich deine Pokémon töten wollte. Hier hast du als gut Wiedergutmachen ein paar Pokebälle, okay? Ja, ich habe endlich Pokebälle. Geil, danke. Nice, okay, mit unseren Pokebällen können wir uns endlich mal unser erstes Pokémon fangen. Oh, was denn jetzt schon wieder? Warte, Dizzy! Oh, was für ein süßes Pokémon. Hast du das von Professor Birk bekommen? Toll! Du kommst wirklich genau nach deinem Party. Und siehst genauso gut aus. Ich sehe besser aus, Mama. Ich sehe besser aus. Und du verlässt uns jetzt, ja? Sei mal bitte vorsichtig und wechsel jeden Tag deine Unterwäsche, hast du gehört? Und nicht nur einmal im Monat duschen, Dizzy. Nicht nur einmal im Monat. Ist gut, Mama. Endlich selbstständig! Woo! Ab ins Abenteuer! Oh mein Gott, Dizzy! Was wollt ihr alle von mir? Lasst mich in mein Abenteuer starten! Also, bye bye. Okay, so. Jetzt aber. So, wir holen uns jetzt hier unser erstes Pokémon. Ein Taubsi. Okay, ich hätte nicht gedacht, dass so alte Pokémon in diesem Spiel sind. Es ist doch nur Level 2. Von dem her könnten wir es wahrscheinlich auch einfach so fangen. Ich musste nicht mal B drücken und hab's trotzdem bekommen. Wow, Taubsi. Tja, gut, dann willkommen im Team, Mr. Fly. Auch Fly. Fly wollte ein Luftvogel-Pokémon sein, aber was cool ist, dass es jetzt ein Taubsi wird, tut mir ein bisschen leid. Aber Tauboga und Taubos vor allem sind ja gar nicht so scheiße, oder? Das geht schon klar, das geht schon klar. Ich hoffe, du wirst nicht ganz enttäuscht, dass du jetzt ein Taubsi geworden bist. Das wurde halt sogar... Hä, Maike ist schon wieder hier. Das wurde halt sogar im Discord vorausgesagt, dass es ein Taubsi wird. Hm. Aber besser das Taubsi im Pokéball als auf dem Kopf oder so? I don't know. Na gut, lass mal kurz Level 6 werden mit YOLO King. Und vielleicht erlernt er jetzt schon eine neue Attacke. Nö, okay, dann nicht. Komm mal da, ein wedelnder Schwanz. Ich habe auch einen wedelnden Schwanz in meiner Hose. Oh, man kann schleichen. Guck mal, da hinten ist es. Nee, das ist ein Pokémon-Trainer. Ich dachte, er ist ein Pokémon. Lass mal gucken, was Fly so drauf hat. Ein Safcon. Nice. Einen besseren Gegner hätte ich mir gar nicht aussuchen können für Fly. Safcon kann doch einfach gar nichts, oder? Und ist das nur Level 2? Okay, Fly kann Zurückhaltung und Windstoß immerhin. Er kann nicht mal Picker oder so. Wow. Na, wie viel Damage? Ja, müssen wir dreimal angreifen. Ist er noch? Ist sogar sehr effektiv. What? 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 No, 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 no. What the f... What? 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 Wieso? Wieso kann Safcon eine Donnerattacke? Okay, er hat jetzt 4 Damage gemacht. Mit dem Crit wird er nur 8 Damage machen, ne? Wir müssen ihn ja dreimal treffen, damit er stirbt. Wir greifen als erstes an, ist die Sache.
Er setzt irgendwas anderes ein. Fly überlebt das easy. Er hat einfach eine Donnerattacke drauf. Okay, wenn Fly jetzt aber trifft, dann ist alles cool. Oh mein Gott. Okay, diese Randomizer-Sache macht das alles sehr viel schwerer. Ich habe Safcon so in Erinnerung, dass er nur Härtner kann. Und gar keine Angriffsattacke. Aber der hat einfach zwei Angriffsattacken drauf. Was geht denn jetzt ab? Okay, das wird später garantiert noch assig werden. Ich würde aber sagen, für die allererste Folge wäre es das erstmal. War jetzt erstmal so zum Reinkommen. Wir haben unser erstes neues Pokémon gefangen. Wir haben zwei Pokémon im Team. Bin gespannt, wie es weitergeht. Und ja, wie gesagt, wenn ihr auch ein Pokémon sein wollt, schreibt gerne in die Kommentare. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir wahrscheinlich schon den ersten Arena-Leiter angehen werden. Ja, dann danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.